Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Montag, der 27. August, mein 114. Pilgertag. Es ist jetzt 7.15 Uhr. Ich stehe gestiefelt und gespornt vor dem Hotel Blendi, in dem ich sehr gut geschlafen habe und in dem ich auch sehr gut verpflegt worden bin. Der Himmel ist bewölkt, was mir sehr entgegenkommt. Da wird es vielleicht nicht ganz so heiß. Und dann geht es heute bis Krawaje oder noch ein Stückchen hinaus. Ich muss mal sehen, wie das auch mit Quartieren aussieht. So, ihr Lieben, ich bin noch im Einzugsgebiet von Duresh und Tirana. Hier entsteht einiges Neues und hier trifft alt und neu zusammen, wie zum Beispiel hier unten diese Eisenbahnlinie, über die ich gestern auch drüber bin und ich dachte, dass das irgendein altes Gleis ist, aber dieses Gleis wird wirklich noch befahren. Die Neubauten da hinten und hier quasi ein Feldweg. Also hier wird sich einiges tun in den nächsten Jahren. Ich glaube, wenn man in 10 Jahren wieder hierher kommt, dann erkennt man das nicht mehr wieder. In der Mitte die Straße ist die Autobahn, die sich durchzieht bis hoch nach Mazedonien und ich werde diese Autobahn dann wohl auch laufen müssen, weil Nebenstraßen, wie wir es aus Italien und aus den anderen Ländern kennen, die gibt es hier nicht, sondern die enden irgendwo und man müsste dann riesengroße Umwege laufen. Von daher ist das zwar keine schöne, aber die einzige Alternative, die mir bleibt. Ich bin jetzt hier in einem Ort oder einem Dorf und laufe durch dieses Dorf durch, um dann nach Golemme zu kommen. Das ist ein bisschen größerer Ort, aber so wie man ein kleines bisschen von der Hauptstraße wegkommt, da ist dann doch noch tiefste Pampa. Und dann die neuen Autos auf diesen alten Straßen. Und hier drüben das Neue. Und hier sind die Eisenbahnschienen. Da fährt also auch täglich, ich habe es gesehen, gestern zweimal mindestens, ein Zug durch. Wäre bei uns überhaupt nicht vorstellbar. Wird es bestimmt in 10 Jahren auch nicht mehr geben hier. Da ist schon viel Neues entstanden. Und hier, da ist noch viel Potenzial für Neues. Mit einem Wagen oder gar einem Monowalker die Straße zu überqueren, keine Chance. Du musst hier über diese Brücke und da gehen auch nur Treppen hoch, also auch keine Auffahrt. So Thema Rollstuhl, Kinderwagen und so weiter sind hier noch keine Themen. Und da hinten sind auch schon die Berge. Aber erstmal geht es hier nach Krawaje. Das ist gut so. Das ist diese Eisenbahn. Wieder auf diesen nicht sichtbaren Gleisen fährt. Hier noch zutiefst bäuerlich. Und ein Stück weiter schon wieder moderner Bau. Also hier ist alt und neu. Sehr eng beieinander und hier ist die Autobahn, auf der ich jetzt schon eine ganze Weile laufe und noch mindestens 10 Kilometer heute laufen werde. Es hat zum Glück aufgehört mit Regnen. 12.40 Uhr, 23 Kilometer liegen hinter mir, noch ungefähr 8 bis 10 vor mir. Nur was da vorne auf mich wartet, verheißt nichts Gutes. Mal schauen, ob ich trockenen Fußes jetzt noch zu meinem Hotel komme. 14.10 Uhr erreiche ich nach 30 Kilometern mein Ziel des heutigen Tages, dieses Hotel Pilulala Garden. Ich bin leider vor 2,5 Kilometern nochmal so geduscht worden, dass ich pitschmaten nass bin, dass die Schuhe schwimmen. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt das Hotel und da hoffe ich, dass ich da entsprechend duschen kann und meine Klamotten tauschen kann. Ja, schauen wir mal, wie das Hotel von innen aussieht und dann ist für heute erstmal Schicht im Schacht.
Ja, und das ist mein Raum. Und das für 32 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Mit Frühstück.